Next Map. Wir haben jetzt gar nicht die Steine von den Dingern. Hm? Steine? Pre-placed Traps, was ist das? Wow. Ach, Barrikaden. Ja, die konntest du selber. Kannst du später bestimmt auch selber. Oh, setzen. Warte mal, die Map sieht. Oh Gott, die ist ja riesig. Und die Barrikaden können die übrigens kaputt machen, wie naja, du sicherlich schon gedacht hast. Guck mal, hier hängt so ein. Das ist ja geil. Hier hängt so ein Riesen. So ein Sack mit Bomben hängt hier einfach. Ich ja, glaub, da auch, hier macht, überall. Das macht viel Boom. Glaube ich. Rauchen. Ich würde rauchen im Sarg, wenn ich könnte. Na, woher ist das? Keine Ahnung. Da, ich gebe dir noch einen Tipp. Im Hintergrund läuft Rammstein. Was? aus dem ersten Triple X tatsächlich. Ach ja. Ja, der war sogar. Die Triple X Fame war noch richtig gut. Ich finde, Vin Diesel hat da halt so. Der hat so das Action-Star Loch gefüllt, was da irgendwie hinterlassen wurde von den 80er Jahren. Das war cool. Dein Lochfetisch interessiert dir jetzt niemanden. Los. Fang an. Was du immer denkst. Okay, wo kommen sie lang? Warum denkst du an Vin Diesels Löcher? Ja. Vin Diesels Löcher. Ja, ja, genau. Ich muss erstmal. Du kannst die Minecarts. Die fahren oben Minecarts ja. Um die. Das war doch das, was ich eben gemeint habe. Ja, es gibt hier so Minecarts, die mit Lava beladen sind. Das und ist sehr, auch, sehr Minecraftig. Auch, ja, die füllen sich auch netterweise wieder auf. So, jetzt mach dein Ding hier. Ja, wo hast denn du deine Fallen hingetan? Hier? Ist, also, guck mal, was ist denn das für eine Scheiße hier? Guck doch mal. So, und da, so wo sollen die denn sonst langkommen? So Mist, was du da machst. Ich glaube, die gehen zuerst hier lang. Ich glaube, die gehen zuerst hier lang. Und dann mache ich das jetzt so. I'm so clever and handsome. Das ist etwas, was ich auch sagen würde, ja. Ja. Blub, blub, blub. Blub, ich hab noch 100. Das sieht gut aus. Und mach es. Mach es. Mach es, Matze. Der erste, der durchs Portal kommt, ist eigentlich quasi schon direkt tot. Ja, das ist so. Das ist. Das Red Shirt, weißt du, der hat die Arsch. Die ist so. Die sprichwörtliche Arschkarte hat er gezogen. Ja. Orks haben ein Stöckchen gezogen und der hat das kleinste Stöckchen. Und nein, das hat nichts mit Löchern jetzt zu tun. Ja, du fängst das ja auch eklig. Das wäre auch eklig. Wer denkt denn schon an sowas? Ja, das ist ja. Ich weiß auch nicht. Ist total abwegig, ne? Guck mal, ich glaube, diese Bomben laden sich aber nicht mehr auf, ne, wenn wir die jetzt einmal verbrauchen, oder? Hast du auch ein Gefühl, oder? Ich glaube, die sollten wir uns aufheben, wenn wir die Kacke richtig am Kampf. Oh, du hast die Bombe. Jens. Ja. Ich wünschte, es gäbe hier Teamkill. Da würde ich dich jetzt direkt erstmal erschießen. Zweimal. Zwei, drei. Vielleicht auch viermal. Und jetzt, ich sag's dir, genau hier die Lane, wie der Spieler sagt. Hier die Lane. Da kommen jetzt gleich die totale Lade ich mal auf, los. Wie aufladen? Alter, du hast kein Leben mehr. Oh, hab ich gar nicht gemerkt. Auf sowas achte ich gar nicht, ja. Hast du gar nicht so sehr mit Ork-Killing beschäftigt. Zappers! Oh. Was ist das? Das kenne ich nicht. Oh Gott, ich bin tot. Wenn man stirbt, verliert unser Rift auch Punkte. Wir haben gerade 3 Punkte verloren. Naja, es gibt Barrikaden, dann werden hier Zapper sein, die zerstören. Ja, die kann ich auch noch nicht. Das ist für mich hier auch totales Neuland. Da hört es jetzt auf mit meinem Veteranen-Vorteil. Ja, jetzt kommen sie von allen Richtungen. Also die gehen jetzt mitten und links. Ja, mitten und links gehen die. Piu! Piu, piu! Ja. Ich krieg nicht genug von der Shotgun. Das ist toll. Die fühlt sich so schön schwer an. Bumm! Und dann fliegt der Ort. Oder sein Kopf. Oder sein Arm. Ja, hat doch. Mann, aber dein Teil ist auch echt nicht ohne. So, ich glaube, jetzt kommen sie auch noch hier hinten lang. Hast du da schon was gesetzt? Hier ist, hier habe ich eben verteidigt. Hier kamen sie lang. Okay. Da kommen nämlich schon die ersten Stepper. Die sterben aber halt auch mit einem Schuss. Da brauchst du einfach nur,
Hast du den Sky gesammelt? Ja. Ich glaube, Jens, ich glaube wirklich, diese Skies, die hier rumliegen, also die einfach so fallen lassen, wenn die, so, wenn die den Kopf verlieren, die, ich glaube, die kriegt nur einer, also der sie aufsammelt. Okay. Da sagt er einfach, okay, ich habe eben drei eingesammelt und es lässt sich total kalt. Es lässt mich total kalt. Du hast ja, ne? Du hast ja. Geil, ist oh. Nicht dein Problem, du hast genug Schädel schon. Du schwimmst in Schädeln. Wie ja. Dagobert Duck im Geldspeicher, nur im Schädelspeicher. Ja, gar keine schlechte Idee. Klingt nach. Klingt sehr Metal, würdest ja. du sagen. Ne? Metal. M-E-T-A-L. M-E-T-A-L. Lalala. Du musst das auch. Du musst es noch viel. Viel, ja. Viel beschissener singen, damit das seine Wirkung entfaltet. Wie ist denn hier in der Mitte? Sollen wir mal so ein. Guck mal, wo bist du? Ja. Jetzt? Mal hier rum. Du. Sollen wir mal hier mal ein bisschen uns ausweiten und hier so ein paar Fallen setzen? Das wäre ja, ein Rückzugspunkt. Ja. Oh, komm mal her. Ich habe hier was, ich habe was rausgefunden. Sieh mal. Hier ist komplett zugemauert. Und das bedeutet, die Orks. Laufen alle da lang, wo ein Tor ist. Oh, hier ist ja gar nichts. Die sind ja noch gar nicht durchgekommen. Ja. Okay, also da kommen wir drauf zurück. Wenn hier nämlich sobald hier ein Loch ist, greifen die anderen Barrikaden nicht mehr an, ne? Ist wie der Blitz, der schlägt da ein, wo der geringste Widerstand ist und so, bla bla. Du als Biologe musst das ja wissen, oder so. Ja, ich als Astrophysiker muss ja wissen, wo der Blitz einschlägt. Was soll das sein? Eine Feuerstelle. Mach das mal weg, das ist doch Quatsch, was du da machst hier. Ich kann mir nicht angucken. Was sich viel mehr lohnt, ist hier so Verlangsamungsgedöns hinmachen. Sehr gut. Das gefällt mir richtig. So, jetzt. Das auf geht's. Gut. Ja, tu es. Warte, ich hab noch eins, das setze ich noch hier hin, komm. Und dann. Komm, wieso nicht? Ich bin heute in Spendierlaune. Einfach raushauen, wenn da ein Zepper dazwischen ist, dann. Ich hab die Spendierhosen an. Was? Zepper? Wenn ein Zepper dazwischen ist, der explodiert ja mit seinem Fass auf dem Rücken und erwischt die direkt alle. Ja. Ja, das ist der Vorteil. Ich muss dringend mal hier meine. Das ist eine der wichtigsten Fallen hier, diese Wand. Speerschussdinger, wie in Indiana Jones, ne? Die muss ich mal upgraden. Oh, Erdelementar. Meins. Oh. Damit die mal, weißt du, schneller reset, also wieder schießen. Oh Mann, hier geht's ja richtig los. Ja. Ich hab mal hier so ein Deckending gezündet. Es läuft ein einsamer Ort auf die Barrikade. Und da. Not on my watch. Na, das war doch gar nicht so schwer. Ja, das lief recht gut, ne? M-E-T. Oh nein, jetzt habe ich ein Ohrwurm. Zappas. Ich frag mich, was passiert, wenn ich so einen Zepper charme. ja, kannst du ja denken, dann explodiert er zweimal. Das wäre doch witzig. Das wäre gar nicht doof auf jeden Fall, ja. Ich fände das gut. Was ist besser als eine Explosion? Fragt Michael Bay, der weiß das auch. Ja, zwei stimmt. Explosionen. Not again. Oh, der hat ihn getan. Da habe ich gerade gekegelt. Oh, gekegelt. Na, alles gut bei dir? Bei mir ist, bei mir hier drüben auch. Null Probleme. Oh, ich habe noch gar nicht hier so ein Feuer-Minecart angeschossen. Das muss ich auch noch machen.
Wie gesagt, die laden ja auch wieder auf. Die, ja. Ja, die anderen Sachen hier, dein was du hier eben verschwendet hast. Ey. Der Kanonenball, ja, nix, ey. Das war echt dumm. Wow, cool. Double Action. Ne? Das war's. Nee, warte nee, mal, immer noch nicht. Nee, es fehlen noch. Oh, es kommt noch zwei Welten. Du kannst echt nicht bis 13, bis 8. Geh mal auf die andere Seite. Ja. Bin ich, hier sind Kobolde. Ey, Mann, selbst durch die Teerdinger laufe ich total langsam durch. Das ist ja krass. Ja, genau, total langsam. Das wäre schön. Ich stell dich mal einfach. Ah, ich habe gar keine Zwerge mitgenommen. Du auch nicht, ne? Nee. Die kann man, glaube ich, sogar auf die Barrikaden draufstellen. Ja, der Moment da. Komm her. Ich kann auch zwei gleichzeitig charmen, wohl. Ich habe halt nur Mana. Oh, weißt du was? Weißt du, was das bedeutet? Es gibt später so Trinkets, die dir mehr Mana-Regeneration, überhaupt mehr Mana geben. Und das heißt, du könntest... Oh, hier sind ganz viele durchgekommen. Du könntest, direkt hier, so, keine Ahnung, fünf Stück oder so charmen. Das wäre ja cool. Fuck. Oh, ich glaube halt, es ist einfacher ein. Ja, aber der fällt hier einfach so um, hast du gesehen? Ja. Ich glaube, es ist insgesamt einfacher einen zu charmen und dann länger. Trinkst du etwa im Dienst? Was? Der Ork. Der hier so. Barrikade. Und. Deswegen hat den auch keine Falle erwischt, weißt du? Der Drunken Style, hast du ja bei Jackie Chan gesehen? Ja. Wenn du besoffen bist, hier ist alles besser, sagt der Film, die Aussage. Nein, nein. Alkohol ist böse. Genau wie alle anderen Drogen. Sollte niemand zu sich nehmen. Und so, ne? Nee. Wir sind außer das, wir können das verrückt. Also wenn ihr gerade Bier trinkt oder so, dann macht den Let's Play jetzt aus. Mach das Bier, schmeißt das Bier weg. Oder macht den Let's Play aus. Nee, wen lüge ich hier an? Also, ich trinke gerade selber Bier. Du kannst das nicht mit dir vereinbaren. Ja, ich kann nicht, tut mir leid. Ah. Aber Drogen sind wirklich böse. Also hier, ne? Was zählt das Droge? Milch. Schokolade, meine ich zum Beispiel. Ne? Und Kaffee. Kaffee auch, ganz schlimm. Ja, alles ich war meine, so. Ich war eine Zeit lang total koffeinabhängig. Bist koffeinabhängig. Ja, okay. Nein. Wer sagt das? Psst. So, lass uns die Horde unleashen. Ja, okay. Unleashen und cracken. Ah, ich wollte. Jetzt, meine Mutter könnte hier zugucken. Du kannst doch nicht so Sachen sagen. Stell mal vor, die ruft an. Wie? Du trinkst Kaffee. Und dann muss ich in die Rehabilitation und Entzugsanstalt und all so ein Kram. Das geht doch nicht. Dann können wir auch gar keine Let's Plays mehr machen. Doch, die haben bestimmt Internet in der Reha. Die haben bestimmt Internet. Du besiegst deine Kaffeesucht mit Spielsucht. Ja. Ich spiele einfach. Ich tausche Kaffeesucht gegen Spielsucht. Aber weißt du, was das Beste ist? Einfach beides. Weißt du? Jetzt kriege ich einfach massig Kombos, wenn du diese Minecarts anhaust und die dann auf den Fallen stehen. Ich habe festgestellt, es wird nach hinten immer leichter, das Spiel. Weil du da halt das voll mit Fallen gepflastert hast. Dann verrecken die hier direkt an der ersten Kreuzung sozusagen. Ja. Da guckst du blöd, Ork. Aha. Das war dein Gesicht. Ach, ist das schön. Aber ich meine, jetzt mal ernst. Wir müssen uns mal wirklich fragen, was haben die Orks uns eigentlich getan? Was ist der auslösende Faktor? Warum? Was wollen die? Die wollen doch nur hier aus der Tür raus. Die Orks haben mich usurpiert. Ich war deren Königin. Ah. Und ich war die beste Königin. Und ich will nicht flach liegen. Ja. Ja, ungefähr das. Jetzt ergibt alles vollkommen Sinn. Die ganze Story von Orksmaster. Es geht alles nur um den Zorn einer Frau. Da merkt man es wieder. Dominante Frauen. Ich sag's immer wieder. Dominante Frauen sind ganz großes Übel. Komm. Du stehst doch auf dominante Frauen, die Hose anhaben. Oder in deinem Fall den Mini-Orks. Ja, genau. Final Wave. Nö. Warum? Frauen müssen auch ein bisschen... Jetzt mal. Ohne Scheiß. Ja. Frauen... müssen auch ein bisschen was zu sagen haben und so. Deshalb, ne? Weißt du, so ein bisschen so... Simon, mach die Wäsche!
Nee, ja, nee, das nicht. das nicht. Andere Sachen, zum Beispiel so. Ja, für sich selber einstehen können. Den Strap-on anhaben. Den. Na. So, Kinder, ich erkläre euch das jetzt mal. Das Strap-on, das ist ein Spielzeug für Erwachsene. Und ihr vergesst am besten ganz schnell wieder, dass ihr jetzt was gesagt habt. Ihr steckt euch jetzt die Finger in die Ohren und ruft ganz laut la la la. Und dann ist alles. Oh Mann. Ich glaube, wir müssen so ein ab 18 Disclaimer vor das Video packen, weißt du? Das ist ja nicht mehr jugendfrei jetzt. Oh Mann. Jetzt kann ich das meiner Mama wirklich nicht zeigen. Das hat sich gerade angehört, als ob du deine komplette Lunge so ins Mikrofon gepustet hättest. Ja, meine ganzen 0,2 Liter Lungenvolumen. Ja, du bist ein relativ dünner Typ, das stimmt. Da passt nicht viel rein wahrscheinlich. Okay, das war's. Och, nur Mann. Drei wieder. Aber wir sind diesmal wenigstens nicht schlechter geworden. Floor Trap, Obstacle Dead Blocks, das ist mit bestimmt Barricade. Später noch wichtig. Barricades sind total wichtig für die coolen Kombo-Typen. Habe ich auch schon gesagt eben. Na, brauchst du. Ja, was mal wieder, ne? Oh, was ist das denn? Ein Wind Belt. Throw enemies backwards, pick up and drop enemies and objects. Das war eins meiner Lieblingsteile aus dem letzten Spiel. Der Wind Belt, du kannst einzelne Typen in die Luft heben und dann wegschleudern, weißt du wie. Ja, ich sehe es, den nehme ich mal mit. In Jedi Academy, weißt du, Force-Gedöns, ja, so das. Ja. Und du kannst sie halt auch einfach wegpusten. Und das ist in einem Level, wo halt Abgrund ist. Kannst ja, dir vorstellen, ich nehme die mit. Das Allergeiste. Damit hatte ich richtig viel Spaß mit dem Ding. Das hatte ich immer dabei eigentlich. Ich habe die nicht bekommen, ich muss mir die mal kaufen. Naja, aber ich glaube... Ich kaufe mir die Sachen alle. Ich weiß gar nicht, wozu soll ich mir die Skulls sparen? Ja, nee, dafür sind die ja da. Ja. Aber wir haben jetzt genug aufgenommen, ne? Ja.